Hi Leute, willkommen zurück zu meinem Gefängnis. Ja, soweit bin ich jetzt eigentlich fertig. Es hat ja nur noch der Hof gefehlt. Die letzten Folgen hatten wir die Verwaltung fertig gemacht gehabt und die Kantine, der Keller. Und jetzt hat nur noch am Schluss der Hof gefehlt. Der wäre jetzt auch fertig. Und ja, wie ihr seht, ist jetzt hier der Hof. Ja, was habe ich dazu gestellt? Einmal der Basketballplatz, dass sie sich ein bisschen sportlicher betätigen können. Hier eine kleine Bank zum Ausruhen. Ich denke mal, die werden wahrscheinlich eben mehr laufen, die Gefangenen, anstatt zu sitzen. Aber hier, dass sie, ja, da müssen wir nochmal so, dass es passt. Können sich zusammen hinsetzen. Diese Säulen hier sind Lichter, so wie die hier auch. Wenn es dann dunkel ist, kann ich euch dann mal zeigen. Sieht dann so aus. Wird es halt eben beleuchtet. Der Hof nicht so, aber die Mauern sind ja auch ausschlaggebend. Und nachts ist hier sowieso eigentlich kein Gefangener beim Hof. So, machen wir hell. Ja, dann halt noch ein bisschen Ablenkung, dass sie hier Schach spielen können. So. Tischtennisplatten gibt es zwei, dass sie da miteinander spielen können. Hier müssen quasi alle Gefangenen raus, geht zwischen zwei Türen und dann wären sie auch schon im Hof. Hier ist ja die Verwaltung hier drüben. Der hat mir also vorletztes Video, glaube ich, dann angesprochen gehabt. So, gehen wir mal runter. So sieht die aus. Ja, nochmal ganz kurz. Und hier das untere mit dem Besucherraum. Die Arbeitsspende. Dann habe ich hier noch so ein bisschen Grünzeug eben hingepflanzt. Das ist ja nicht nur alles so grau und so traurig aussieht. Hier sieht man das nochmal schön. Halt diese Ecke hier. Vor der Verwaltungsgebäude noch ein bisschen grünes Zeug. Dann habe ich hier die ganzen Wege markiert, außenrum. Da können ja dann quasi auch die Beamten hier runter laufen, dass sie nicht in den Matsch laufen müssen. Dann die Zwischenräume sind ja auch begehbar mit der Tür. Ist auch ein kleiner Weg mit einer Tür. Hier können sie dann auch wieder raus. Und das geht halt hier hinten auch. Nochmal der Weg, dann der andere Weg. Hier sind wir dann im Gefängnis dann schon wieder drin. Mit den ganzen Zellen. Die hatten wir ja auch letztes Video kurz angezeigt gehabt. Also vorletztes, glaube ich. Das letzte war Kantine. In den verschiedenen Betten. Verschiedene. Ja, Betten sind alle gleich, aber die auf dem Tisch sind verschieden, die Sachen. Hier hinten habe ich auch so ein kleines Gartenparking gemacht. Dann können quasi Gefangenen auch Gärtnerei quasi erlernen und hier sich austoben. Denn hier unten im Keller war das ja nochmal. Gibt es ja auch einmal, wo man die Blumen hier binden kann und die Werkbank. Das sehe ich gerade, habe ich eine Tür vergessen. Na ja, gut, wird noch eine nachkommen. Ja, hier haben wir noch die Arztpraxis, die Kirche noch, die eigene Friseur und die Betten für die Krankenstation. Der Bunker ist hier hinten noch. Fitnessraum. Dann Duschen. Falls jemand noch die ersten Videos da verpasst hat, so die Duschen. Die ganzen Waschbecken, hier sind die Umkleidekabinen. So, die Toiletten. Man hat ja jede Zelle auch, aber wenn die hier duschen gehen, dass sie nicht in die Dusche reinmachen. Dann hier haben wir den kleinen Shop noch. Dann können die quasi mit ihrem erarbeitetem Geld können sie noch sich privat die Sachen kaufen. Dann haben wir hier einmal die Zellen, dann geht es um ein Stockwerk weiter hoch, haben wir noch weitere Zellen.
So viele böse Menschen bei Sims gibt es einfach nicht, dass das jemals hier voll sein soll. So, wenn wir noch einmal runtergehen und hier die Tür raus, die Treppe hoch, kommen wir hier zu der Kantine. Das sieht so aus. Mit den ganzen Stühle und die große Küche. Genug Herdplatten sind zur Verfügung. Da können Sie natürlich auch das Kochen erlernen. Und ja, hier ist quasi der innenliegende Wachturm. Auch ganz wichtig. Können Sie quasi nachts beobachten, dass jemand versucht auszubrechen. Wäre ja nicht so. Nicht so super. Was haben wir noch? Soweit haben wir eigentlich alles. Hier haben wir noch die Parkplätze, wo ist denn meine Tür hingekommen? Ist meine Tür jetzt weg? Da hatte ich doch, glaube ich, so eine drin gehabt. Ja. Ist ja klar, jetzt muss ich die Dinger hier wieder wegmachen. Genau. Der dann oben drauf, oder muss ich erst wieder den Cheat eingeben? Ja, hier außen haben wir noch die Parkplätze für Besucher und für die Beamten. So sieht es dann komplett aus, die Wand, also dass sie schön hoch ist. Da kann ich sie nicht ziehen, weil sonst habe ich auf dem ganzen Gefängnis ein Dach. Gut, müsste ich dann wieder wegmachen, aber naja. Hier ist dann nochmal ein Tor, dass man da nochmal reinfährt. So, ich hatte erst überlegt, hier noch so ein kleines Häuschen hinzustellen, wie so eine Pforte, dass man da quasi sich erst anmelden muss und dann kann man erst da rein, aber ja gut, die Leute werden schon wissen, wo sie hin müssen. So, und dann gehen wir mal hoch. So. Dann wäre das hier das komplette Gefängnis. Sieht ja auch eigentlich gleich im ersten Blick auch aus wie so ein Gefängnis mit den vier Wachtürmen und die hohen Mauern. Gucken wir noch mal uns das im Dunkeln an. So ist dann immer schön beleuchtet, die ganzen Mauern beleuchtet. Ist ja auch wichtig, dass da sich keiner annähern kann bzw. auch nicht ausbrechen kann. Und ja. So. So, das wäre es eigentlich schon mit diesem Video. Das ist ein kurzes, knappes Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr mir ein Abo da lasst. Und mal schauen, was ich als nächstes baue. Ich weiß es noch nicht. Könnt mal gerne in die Kommentare reinschreiben, ob euch dieses neue Format besser gefällt, dass ich quasi erst baue und dann euch das zeige, oder ob ihr lieber das wieder so macht, dass ihr mir zuguckt beim Bauen, was halt aber auch die Videos wesentlich länger machen. Und dann würde ich sagen, würden wir uns nächste Woche Freitag wiedersehen. Würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut.